Ich bin hier auf der Automobilausstellung der IAA in Frankfurt. Über die Medien geht gerade, dass Frau Merkel doppelt die Unwahrheit gesagt. Sie will wieder einsteigen in die Atomenergie, nachdem ihre Forschungsministerin vorbereitet hat, wie man neue Atomkraftwerke bauen kann, forscht ihr Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg schon an den Sicherheitsstandards für kommende Reaktorgenerationen. Das kann nicht die Zukunft der Energieversorgung sein. Die Zukunft der Energieversorgung ist erneuerbar. Die Zukunft der Energieversorger ist erneuerbar, auch im Bereich der Mobilität. Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge, das sind die Speicher von morgen. Und hier gibt es viel zu tun für die deutsche Automobilindustrie.